Hallo und willkommen zum nächsten StarCraft 2 Beta Replay Cast. Mittlerweile sind wir schon in Patch 10 und ich zeige euch heute ein Replay zwischen Vytra und Morrow. Also Vytra ist Protoss. Wir spielen auf, wie heißt die Karte eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Ich merke mir die Kartennamen nicht. Eine der Standard-Ladder-Karten mit nur zwei Startpositionen. Und ich weiß gerade nicht, wo die Musik herkommt. Dürfte vielleicht Terra-Musik sein. Egal. Das Replay ist deswegen interessant. Das werden wir gleich noch sehen. Ich spule noch kurz etwas vor. Also, es passiert nichts aufregend Neues. Also, der Protoss baut Sonden, der Terra baut WWFs und ein Spreadable. Der Protoss scoutet etwas und dann beginnt Terra eine Barake zu bauen. Während der Protoss natürlich ein Gateway baut. Das ist insofern interessant, weil der Terraner nicht die Barake und das Spreadable Depot hier bei der Rampe baut, sondern hier speziell so bei seinen Mineralien, also bei seinen Ressourcen. Das hat mehrere Gründe. Wenn man als Terraner gegen Protoss spielt, dann kann man sich fast sicher sein, dass der Protoss nicht jetzt zwei Gateways macht und mit vielen Berserkern, also Zealots hier die Rampe stürmt, weil die Berserker im späteren Verlauf gegen Terraners ja meistens nutzlos sind. Also eigentlich nicht, aber sie werden momentan einfach deswegen nicht gespielt, weil sie zu schwer zum Spielen sind gegen Terraner. Deswegen die meisten Protoss spielen gleich mal Gateway und fangen gleich, wenn das Gateway fertig ist, den Cybernetics Core an, damit sie Stalker, also hier die Stalker, produzieren können. Sie bauen zwischendurch vielleicht ein oder maximal zwei Berserker, das war es aber dann auch schon. Und deswegen braucht sich der Terraner vorerst mal nicht zu fürchten, dass der Protoss hier seine Rampe raufkommt. Der Terraner braucht infolgedessen auch nur einen Marine hier, verfolgt die Sonde des Protoss, nichts wirklich Wichtiges. Der Protoss geht, man erkennt schon relativ leicht, dass Protoss vorhat, etwas Spezielles zu machen, indem er seine beiden Gasfontänen anzapft, also seine beiden Vespin-Geysire. Der Terraner fängt erst an mit einem, also die Gas braucht man hauptsächlich dafür, um hochtechnisierte Einheiten zu bauen, also alles was mehr weiter oben im Technologiebaum ist, braucht viel Gas. Das sieht man hier, zum Beispiel die Sentry braucht viel Gas, der Templar braucht viel Gas, der Dark Templar, auch der Stalker, während der Berserker braucht überhaupt kein Gas. Genauso beim Terraner, Marine braucht auch kein Gas, Marauder schon 25, Reaper 50, Ghost 150. Also je weiter oben, je spezialisierter die Einheiten sind, desto mehr Gas brauchen sie. Und der Protoss macht deswegen, also baut deswegen schon relativ früh so viel Gas ab, weil er das etwas Besonderes vorhat. Er baut jetzt zwar auch eine Expansion, aber das ist nicht das, was er eigentlich will, sondern wir werden es gleich sehen. Wir schauen mal kurz auf die links oben Produktion. Hier sieht man übrigens, welcher der beiden Spieler was gerade produziert. Und hier, wie ist denn das jetzt? Ah ja, hier. Das wollte ich eigentlich hier zeigen. Der Protoss baut relativ schnell ein Stargate, in dem man fliegende Einheiten bauen kann. Protoss ist nicht dafür bekannt, dass die fliegenden Einheiten zu stark sind. Weswegen sich der Terraner hier auch nicht speziell dagegen schützt. Das ist wahrscheinlich ein Fehler, weil Vytra hier versuchen wird, Void Rays zu bauen. Und mit denen sehr viel Stress zu machen, was dann im Endeffekt dann auch funktioniert. Ja, beide haben jetzt ihre Expansion fertig, also Morrow hat seine Expansion fertig, bei Vytra wird es gleich soweit sein. Morrow baut hier an seiner breiteren Rampe einen Bunker, gefüllt mit Marines, und rechts stehen auch noch drei Marines. Dann kommen, glaube ich, noch einige Marauder dazu, Moment kurz, ja. Er baut auch schon bei seinen zwei Kasernen, also seinen zwei Baracken, baut auch schon Tech Labs dazu. Die braucht man, um Marauder und Reaper zu bauen. Er wird wahrscheinlich nur Marauder daraus bauen, so viel kann ich wahrscheinlich schon sagen. Während der Protoss baut hier nur ein Gateway, wartet lange mit den zwei übrigen Gateways, also er kann jetzt keine Einheiten produzieren, also nicht so viele Einheiten produzieren momentan, weil er sich eben hauptsächlich darauf stützt, hier seinen ersten, zweiten Flieger rauszubringen und mit denen dann hier die Expansion von Morrow hier zu, ja, Stress zu machen halt einfach. Bei den
Bei den Voidrays ist es so, dass sie sich aufladen können. Das heißt, je länger, dass sie auf ein Ziel schießen, was sieht ihr rechts unten, je länger sie auf ein Ziel schießen, desto stärker wird ihr Schuss. Das sehen wir dann bald. Ja, Maul hat hier übrigens seinen Bunker wieder abgerissen. Also Terraner können ihre Bunker wieder abreißen und bekommen die Hälfte der Ressourcen dafür zurück. Er muss immer schauen, dass er nicht allzu viel HP mit den Voidrays verliert. Moment, hier sehen wir das gleich, dass sie sich aufladen. Schüsse, ja, hier sieht man schon, ein Schuss ist schon deutlich stärker. Das Problem bei den Voidrays ist halt, dass sie sind nicht unbedingt sehr schnell. Das heißt, gegen so Marines mit Steampacks, also Steampacks sind so Drogen, die Marines nehmen, damit sie kurzzeitig schneller werden, verlieren dadurch aber auch HP. Kann man mit Marines schon den Voidrays schon etwas Gegenwehr leisten. Allerdings macht White Riders hier sehr gut. Er lässt sich nicht dadurch beeindrucken, dass Morrow vielleicht in seine Basis gehen könnte. Er hat hier nur einen Berserker, drei Sentries und irgendwo einen Stalker stehen. Also mehr steht noch gar nicht da. Er baut immerhin weiterhin nur Voidrays. Hat jetzt nur mehr zwei, vorher hat er drei Voidrays. Und die schießen permanent auf die Marines, die hier stehen. Er wird jetzt wahrscheinlich etwas warten, bis sich seine Schilde wieder aufladen. Wir sind hier gleich. Sobald Protoss Einheiten außerhalb des Kampfes sind, regenerieren sich ihre Schilde sehr schnell. Wir sehen auch schon die Schilde auf 53 hier, der eine Voidray und der andere auch schon auf 30 fast. Das ist natürlich für solche Stressaktionen sehr nützlich, weil man immer wieder hingehen kann, Schüsse abgeben kann, zurückfliegen, Schilde aufladen. Das funktioniert relativ gut. Wir sehen auch schon, wie die Marines dann, wenn sie im niedrigen HP-Bereich sind, reihenweise fallen. Morrow hat mittlerweile auch schon das HP-Upgrade für die Marines erforscht. Das heißt, die Marines haben jetzt nur also statt 45 HP 55 HP. Das brauchen sie auch dringend gegen die Voidrays. Man sieht auch, dass es hilft. Allerdings ist es dann doch... Also, White Ra hat die Voidrays so gut unter Kontrolle, dass... dass das alles nichts bringt. Also White Ra kann hier deutlich mehr Schaden machen, als Morrow hier abwenden kann. Und sobald, wie gesagt, jetzt sind es vier Voidrays und das ist einfach zu viel für die paar Marines hier. Da müsste er eigentlich, ich frage mich eigentlich, warum kommt hier schon eine Engineering Bay? Nein, er baut, warum Morrow hier keine Engineering Bay baut und einfach zwei, drei Türme hinstellt. Natürlich sind vier Voidrays gegen zwei Türme auch zu viel, aber er hätte ja dann noch zusätzlich die Marines gehabt. Also das wäre sich schon ausgegangen, weil so wie es jetzt aussieht, sind es drei und vier Voidrays gegen 5-6 Marines immer, das ist einfach zu wenig. Also das, dann machen die Voidrays einfach viel zu viel Schaden. Man sieht ja auch, wenn die Voidrays aufgeladen sind, dann machen sie auch schon sehr, sehr viel Schaden, sehr schnell. Zwei der Voidrays sind auch fast tot und Morrow lässt sich dazu hinreißen zu Micron und währenddessen, also Vitral, Micron dann durch seine Voidrays. Und währenddessen wollte Morrow angreifen, Vitra hat aber hier schon Berserker, Stalker und ein paar Sentries gehabt. Und das war's für Morrow. Also hier sieht man, Voidrays sind durchaus eine Protoss-Lufteinheit, mit der man rechnen muss, wenn man sich denn traut, sie zu bauen. Also das ist vielleicht etwas, was Protoss in nächster Zeit, also was die anderen Protoss in nächster Zeit vermehrt gegen Terraner einsetzen werden. So. Ich mache vielleicht noch ein Replay und dann wird es wieder genug sein für heute. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß.